Hallihallo, meine Trucker-Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Maximus-Bastelstunde für den Eurotrack-Simulator 2 in der Version 1.40 haben wir den Mercedes-Benz SK. Und wir werden den heute mal in der 8x4-Version umbauen. Das sind nur wirklich 6 MB und ja, wir könnten den durchaus mal zu einem kleinen, gemütlichen Schwertransport-LKW umbauen. Ich habe noch eine Oldschool-Lackierung noch am Start und dann noch ein paar zusätzliche Slots, aber ja. Bis jetzt gibt es da noch nicht so viel. Eigentlich schade. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, gerade so für den Innenraum. Aber wie gesagt, das ist der erste Mercedes-Benz SK von XPS in der ersten Version. Und ich denke mal, da kommt noch ganz, ganz, ganz viel. So, gut. Dann machen wir den Karudel mal an und schauen mal, was da so schon die Community auf Basis dieses LKWs gebaut hat. Ja, lass uns mal ein bisschen basteln und ich könnte mir vorstellen, mit denen in den nächsten Tagen mal ein Video zu machen und dann gemütlich, ja, Schwertransport. Ne? Gut, also, ihr könnt natürlich entscheiden, wie ihr es haben wollt, ja, große oder kleine Kabine, aber irgendwie mag ich den in der kleinen Kabine. Jetzt geht es aber erstmal um das Fahrwerk, ja, die sind ganz normalen Standardfahrwerke, ja, und jetzt hat man hier... das sieht schon echt extrem aus, ne? Warte mal, jetzt haben wir da noch irgendwie einen Aufbau hier. Irgendwas Zusätzliches, weil das wirkt ja doch ein bisschen lang, ne? Aber hier schön zu sehen. Herrlich. Herrlich. Oh, das ist noch Standard, ne? Ich glaube noch alles. Hier fängt's an. Hier mit diesem Aufbau. Oh, wirkt doch schon sehr cool. Jetzt muss ich mal schauen, ob es auch für den... Okay. Also für den ganz normalen, also mit diesem Hochdach, gibt es auf jeden Fall die Sache nicht. Dann machen wir den mal in der Spezialtransport-Edition. Ach, was ich hier finde, ist irgendwie noch ein bisschen leer. Aber das liegt wahrscheinlich an dem Mod, der hier verwendet wird. Oh, sieht schon richtig bullig aus. Ne? Gut, was haben wir denn? Wir haben 530 PS. Ja, wird alles angezeigt. Ich glaube, im Großen und Ganzen bleibt hier vieles beim Alten. Wir können ja mal so schwer gut das 8x1, das bessere Getriebe. Und dann können wir mal exklusiv. Was sich jetzt hier gegenüber dem anderen eben hier ändert, gar nicht. X. Oder hier oben? Nö. Naja. Wir haben ja das Geld, dann machen wir ein bisschen teuer. Wie gesagt, ich habe hier so eine alte Lackierung. Und bei der alten Lackierung, jetzt guckt euch das mal an, und das finde ich ja richtig nice. Da wird so ein bisschen angedeutet, dass man hier Rost hat. Ja, dass hier, hier gerade an den Stellen, wo manchmal Wasser reinlaufen kann, dass sich da so ein bisschen Rost gebildet hat. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, darauf wird noch ein bisschen mehr gemacht. Und gerade so mit ein paar Lackierungen. Hier sind noch alte Aufkleber oben. Ja, haben die Kinder draufgeklebt. Ja, der Alte hat keinen Bock gehabt, die irgendwie abzumachen. Das sind hier, wie gesagt, die ganz normalen Sachen. Hier könnt ihr selber noch ein bisschen rumbasteln. Ja, aber wir machen mal das hier, ne? Finde ich irgendwie ganz okay. So, ich würde dann aber auch im Kunststoff das lassen. Was haben wir denn hier? Ja, zusätzlicher Spiegel, gerade wenn wir Spezialtransport machen. Ja, das machen wir mal weg. Wir könnten so ein Hochdach hier drauf machen. Warte mal. Ach, dann. Die Slots. Ja, machen wir mal das hier. Und schau mal, ich hatte noch zusätzliche Slots irgendwie drauf gemacht. Sind die? Machen wir mal eine Wagenlackierung. Gehen wir mal hier runter. Denn ich glaube, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ihr werdet jetzt gleich mal was sehen. Und zwar das hier. War das vorher schon drin? Natürlich geht das jetzt nicht, ne? Das geht jetzt nicht. So ganz spitze aus. Da bin ich ja nicht der Freund. Es sieht jetzt richtig komisch aus. Also diesen Akzent, dass man hier schwarz drin lässt, bin ich super. Also das sollte auf jeden Fall sein. So. Das ist natürlich V8. Habt ihr ja selber schon mal gesagt. Das Quark, der hatte keinen V8-Motor, so wie Community mir das in dem Fall gesagt hat. So, jetzt haben wir hier noch zusätzliche Slots. Jetzt könnt ihr, wenn ihr noch ein paar Lampen habt,
Hier so eine helle Lampe ranmachen. Passt irgendwie. Kann man mitleben. Also, finde ich jetzt nicht so schlecht. So geht schon. Mal was ausprobieren. Wie sah das vorhin schon mal ein bisschen anders aus? Das nochmal abmachen. Man konnte ja auch noch die. Ach. Ah, das funktioniert ja nicht. Man muss diese Seiten da Sachen ranmachen. Dann würde es gehen. Man könnte aber hier noch so ein, ja, Endtöpfe ranbauen. Ein Rundumleuchten-Slot wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Jetzt haben wir hier was. Jetzt haben wir hier was. Jetzt haben wir jetzt hier Seitenkästen. Nee. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch Schönes? Ist natürlich schwierig. Was nehmen wir jetzt für Reifen? Wir jetzt verchromt oder hier in weiß? Könnte man jetzt durchaus machen. Ist hier ein bisschen farblich anders wirkt. Ich mache es jetzt einfach mal so. Wo haben wir es? Können wir auch sagen, wir machen in Schwarz. Wirkt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Oh, machen wir mal die Nüsse noch ein bisschen anders. Baden die. Hier. Das ist jetzt natürlich ein bisschen heftig. Also, so richtig überzeugt bin ich jetzt aber auch noch nicht. Abdeckung drauf. Eieieiei. Also, wie gesagt, also das hier vorne alles schick mit den zusätzlichen Slots, aber das hier, da fehlt hier unten noch was. Gehen wir nochmal in. Ich glaube, da werde ich eher noch ein bisschen warten, bis ich da irgendwo mal was sache. Wir gehen mal raus und gucken uns das mal an. Oh, sieht schon echt böse aus, ne? Ja, mit den Reifen werde ich wahrscheinlich das noch ein bisschen ändern müssen. So hundertprozentig gefällt mir das noch nicht. Oh. Aber ich lasse es einfach mal. Hier schön in Schwarz erstmal gemacht. Nochmal rein. Ja, auch gerade in. Also wenn da noch ein bisschen mehr kommt. Also hier geht es wirklich darum, dass der ein oder andere, wenn er Bock hat auf Schwertransport, kann man das definitiv mal machen. Aber so richtig hier mit den ganzen Druckluftbehältern, Zusatztanks, alles hier, geht es schon. Aber hier dazwischen müsste noch irgendwas gemacht werden, wenn da noch irgendwie ein Staubehälter ist oder noch irgendwelche anderen Geräte. Aber das mit dem mit den dreckigen oder mit den verrosteten Lackierungen. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, und hier drinnen noch mehr Slots. Hier noch ganz, ganz viel in unseren LKW reinmachen können. Und natürlich aber auch die Edeltraut reinsetzen. Ne? Für mich natürlich immer wichtig. So, das soll es gewesen sein. Heute bin ich wieder ein bisschen live. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich mache erstmal einen Fisch und sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.